Einen Applaus für Stefan Lutz, bitte. Ja, danke. Also ich fühle mich so ein ganz fremd als Architekt hier. Man sagte mir vorher, es kommen fast nur Informatiker, Mathematiker. Und ich dachte, dann sitzen im Publikum wahrscheinlich nur Literaten. Ich habe jetzt probiert, so ein klein bisschen ihnen verständlich zu machen, was wir so tun. Als Architekt baue ich nicht nur Häuser und male diese Häuser grün mit gelb an, sondern ich interessiere mich auch für die Lebensform Stadt. Ich habe auch ein Forschungsinstitut, das heißt nachhaltiger Raum. Und deswegen würde ich Ihnen gerne mal so ein bisschen erzählen, was wir unter einer nachhaltigen Stadtentwicklung verstehen. Also gibt es, oder früher gab es, es gibt auch immer noch den Planer, oder es ist immer der Planer, interessanterweise, es ist selten die Planerin. Und die Planer, der Planer, der steht dann immer vor so einem großen Modell oder vor einer großen Zeichnung und erzählt, so, jetzt machen wir Stadt, und dann kommt der Masterplan, und der Masterplan, der kommt dann über uns runter, und dann sind wir Bürger in dieser Stadt, wo dann der Planer darüber nachgedacht hat. Und da hat man mittlerweile festgestellt, irgendwie die Zeit ist vorbei, das ist so die Zeit der Großprojekte, und wir sollten mal darüber nachdenken, dass man vielleicht über ganz andere Parameter eine Stadt bestimmen kann. Wir haben im Institut festgestellt, es gibt eine Unzahl von Parametern. Ich habe Ihnen hier 7 Gruppen mitgebracht. Ich habe diese Käsekuchen-Grafik jetzt mal gemacht, weil ich dachte, das verstehen Mathematiker. Wenn ich das für Architekten zeige, werde ich wahrscheinlich erschossen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Sie das verstehen. Demografie, Soziales, Generationen, ein wichtiges Thema, nicht nur das generationengerechte Leben. Wir haben die NA-Mobilität, das heißt nicht automobil, also alles was mit Bus, mit Fahrrad, Rollatoren, wenn Sie im Alter sind, haben Sie einen Rollator, das ist ein wichtiges Mobilitätstool. Wir haben Bürgerbeteiligung, Transparenz, wir wollen wissen, was machen die da im Rathaus, ne? Worüber reden die denn? Ich hätte das gerne gewusst. Wir haben Versorgung, Energie und solche Dinge, das ist selbstverständlich. Wir leben in einer Stadt und wir wissen, wenn ich den Hahn aufdrehe, kommt Wasser raus. Sollte jedenfalls so sein. Wir haben Kultur, wir haben Stadtraum, wir haben Baukultur. Wir wissen, wir fühlen uns in bestimmten Stadträumen wohler als in anderen Stadträumen. Diese Erfahrung haben Sie alle schon gemacht. Wir haben Identität und Image. Identität ist innen. Ja, wie verstehen wir uns selbst und Image ist draußen. Sagen Sie im Ausland zu jemandem, hallo, ich bin aus Saarbrücken. Oder sagen Sie, hallo, ich bin aus der Nähe von Frankfurt. Oder Sie sagen, hallo, ich wäre gerne aus Hamburg. Dann haben Sie verstanden, was Image bedeutet. Und A-Mobilität, das ist natürlich das Auto. Und da sind wir alle mittlerweile etwas kritisch geworden. Und jetzt zeige ich Ihnen den nächsten Käsekuchen. Wohlfühlfaktoren. Ich möchte Sie nicht verunsichern, aber es gibt tatsächlich Werte, die nicht empirisch sind. Ja, also Prozente und Kilometer, Kilogramm, Volumen und Liter. Wir reden über Wohlfühlfaktoren. Also wir sagen, wie sieht die Stadt aus, in der Sie sich wohlfühlen. Und das ist so, da haben wir mal rumgefragt bei unserem Institut. Bürgerbeteiligung, Demografie, die NA-Mobilität, also Fahrrad und so weiter. Identität, Image spielt eine große Rolle, ganz interessant, ganz kleine Rolle spielt die Automobilität. Wir haben zwar alle Autos, aber so richtig Bock haben wir nicht mehr auf unsere Autos. Wie sieht jetzt die Stadt, in der ich nicht so gerne bleibe, das ist die Ist-So-Stadt aus, also nix wie Wegstadt auch genannt. Da spielt das Auto nach wie vor die zentrale Rolle und die anderen Sachen, die verteilen sich so irgendwie gefühlt. Naja, ein bisschen Kultur, und da gibt es natürlich auch irgendwie dieses... Jo, klar, da kommt Wasser aus dem Hahn, wenn ich es aufdrehe, und die Politiker, die reden auch mal miteinander in der Regel, und Bürgerbeteiligung, wie wird das geschrieben eigentlich? Und wenn ich auf dem Campingplatz mehr treffe, sage ich, ich wäre auch gerne aus Hamburg. Bürgerbeteiligung. Das sind diese radikalen Menschen, die dann immer so schwarz draußen rumlaufen und sagen, wir wollen. Das sind die Black Panther, zugegebenermaßen ein etwas radikales Bild. 60er Jahre, Vereinigten Staaten von Amerika, kennen Sie alle aus dem Geschichtsunterricht. Die haben eine Sache gemacht, die mich sehr beeindruckt hat. Es gab einen Masterplan für New York, also für Manhattan, um genau zu sein. Und dieser Masterplan, der hat wirklich alles beinhaltet, was ein Masterplan beinhalten sollte, also Sozialverkehr und so weiter. Einen kleinen Fehler haben die damals gemacht, die haben die Black Panther nicht in irgendeiner Form mit integriert. Dann haben die Black Panther aus dem Masterplan einen Masters-Plan gemacht, ein Genitiv S angehängt.
Und der Master wurde plötzlich vom Masterplan zum Plantagenbesitzer, apropos Bananen. Damit war der Masterplan für New York City gestorben. So einfach ist das. Sagen Sie, okay, Black Panther USA, das passiert bei uns nicht, von wegen. Stuttgart 21, eine wunderschöne Geschichte, in Deutschland Großprojekte und leider sind Schwaben, sowas läuft normalerweise astrein durch. Sie wissen, es ist nicht astrein gelaufen. Die radikalen Rentner und die schwulen Häschen, alle waren sie dagegen. Wenn wir auf Saarbrücken schauen, haben wir die Stadtautobahn. Das ist ein Teil der Identität dieser Stadt. Und es ist ein Großprojekt. Was passiert jetzt eigentlich mit diesem Großprojekt? Naja, gucken wir uns den Raum an, den diese Stadtautobahn in irgendeiner Form, sagen wir mal, umgreift, dann ist das der Saarraum. Das ist wirklich ein Teil der Identität. Wenn es den Saarraum nicht gäbe, die Saar und die Stadtautobahn, hätten wir nicht Saarbrücken. Also wie können wir diesen Raum in Wert setzen? Das ist ja derzeit die Diskussion. So sieht das also aus. Das Problem ist, es ist eine innerstädtische Straße und gleichzeitig eine Bundesautobahn. Das heißt, wenn Sie die Stadtautobahn nutzen, verlassen Sie Saarbrücken und kurz darauf fahren Sie wieder nach Saarbrücken rein. Auf der Stadtautobahn sind Sie nicht in Saarbrücken, sondern in der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt 30 Stadtein- und Stadtausgänge. Das Szenario, was wir derzeit haben, ist zu sagen, es gibt die Landeshauptstadt Saarbrücken und wir hätten da gerne so einen Saarboulevard. Stellen Sie sich mal vor, Bürgerbeteiligung gäbe es bei uns, da kommen die radikalen Rentner, die kleben sich auf ihren Twingo hinten so ein Tempo 50 Ding und fahren zu zweit den ganzen Tag über die Stadtautobahn. Stellen Sie sich mal vor, heute sind die Stadteingänge der Landeshauptstadt Saarbrücken mit Bordellen belegt. Die Mücken würden sagen, oh komm, wir gehen mal an die Stadtautobahn. Der Verkehr würde sich deutlich verändern. Fachleute sprechen von Stoßverkehr. Und ich könnte jetzt noch einen Witz über Nahverkehr und so machen, mache ich nicht, aber Sie haben verstanden, es würde langsamer werden. Wenn die da nachts so rumstehen und nichts zu tun haben, fangen die an, die Leitplanken abzubauen und Tulpen zu pflanzen. Das ist der berühmte Saarbrücker Tulpenkrieg. Aus den Nutten werden Tulpenkriegerinnen. Ja, da gab es noch die Win-Win-Leute, Alverra, französisch ausgesprochen, die haben dann einfach Wein an der Mauer wachsen lassen und das hat den Schall deutlich reduziert. Und da gab es die Bürgerbewegung Bus d'Allure, ne? Die haben so eine Busspur dahin gezeichnet. Und da gab es die Aktionsgruppe der rasenden Radler, die wollen nicht nur auf den Leinfahrt fahren, weil immer die Opas rumfahren. Die haben dann so eine Radstrecke hingemacht auf die Autobahn. Und da gibt es noch diese Dschihadisten, die Baum-Dschihadisten, Josef Beuys, die haben dann Bäume gepflanzt. Und irgendwann konnte ein Auto da gar nicht mehr schneller mit 50 fahren, dass sie haben keine Leitplanken. Ständig sind da irgendwelche Dschihadisten am Baumpflanzen, dann machen wir dann tun, das geht gar nicht mehr. Also kommen wir dann endlich zu dem Bild, wo wir hin wollten. Der Saarboulevard ist da. Der Ramsauer knickt ein. Charlotte Prinz geht mit. Tempo 50, innerstädtische Straße, Sieg. Nee. Meine Zeit. Das Ganze hat einen seriösen Hintergrund. Man kann ja echt Witze machen und lustig sein. 120.000 Pendler am Tag, 60.000 kommen im Auto, fast jeder hockt alleine in seiner Kiste, das macht es dir bei 50.000 Autos. Wir können auch rechnen. 50.000 mal 25 Quadratmeter brauchen Sie für einen Parkplatz. 1,5 Millionen Quadratmeter hat die Stadt Saarbrücken innerstädtisch an Parkflächen. 1,5 Millionen Quadratmeter. Jede Menge Zeug, sagen Sie. Wie wäre es denn, wenn wir mal über eine neue Mobilität nachdenken? Vielleicht sind das gar nicht die Pendler, die uns krank machen, sondern es sind die Autos, die uns krank machen. Und vielleicht gibt es an jedem Ortseingang so ein schönes Parkhaus, dann stellt man sein Auto ab, dann steigt man in den Bus oder ins Boot oder keine Ahnung und die Lücken können oben im Dach drin sitzen und dann ist das Park and Ride irgendwie sinnvoll geworden. Ne? Ich hab's gleich. Das Szenario Mehrstadt, daran arbeiten wir. Macht die Parkplätze zu Wohnraum. Für 1,5 Millionen Quadratmeter kriege ich fast 20.000 Leute unter. Mitten in der Stadt. Könnte man sich doch gut vorstellen, oder? Wie wäre das jetzt mit einer Stadt? Also ich habe dann zum einen die Zuwanderung durch die Landflüchtlinge, demografischer Wandel. Ich habe die Pendler, die ich sesshaft mache. Und die jungen Familien, die nicht mehr rausziehen, weil ich plötzlich mitten in der Stadt Wohnraum hätte. Das ist nachhaltige Stadt. Da will ich hin und da will ich bleiben. Und als letztes Bild, wenn da plötzlich so viele tausend Leute mehr wohnen, habe ich ganz tolle Steuereinnahmen und da kann ich die Stadtautobahn so machen, wie wir das gerade eben vorgeschlagen haben und eine kleine Schiffslinie dazu
und dann Happy Baby Eierkuchen. So funktioniert nachhaltige Stadt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.